So, und damit herzlich willkommen hier zur nächsten Folge von Star Wars The Old Republic. Wir nähern uns ein bisschen dem eigentlichen oder großen Finale auf Marke. So. Gucken wir mal, dass wir die Wurst jetzt hier noch auseinandergenommen kriegen. Es sind halt einfach mal noch massiv viele Gegner, die wir hier noch auseinandernehmen müssen. 40 Einheiten. Natürlich. Ich meine, gut, solange die Mobgruppen so groß bleiben, wie sie aktuell sind, denke ich mal, haben wir da ganz gute Karten bei. So. Wie in der Kellogg's-Werbung, ne? Erwecke den Tiger in dir. So. Ach du Gott. An dem werden wir nicht vorbeikommen, nicht mal an. An dem Ding werden wir leider Gottes nicht vorbeikommen. So. Müssen wir doch mal einfach diesen Isotop-Druiden noch auseinandernehmen. Weil diese Geräuschkulisse von den Dingern immer, ne? Hatte mal ein bisschen was von einem Wartungsdruiden. So, müssen wir tatsächlich mal gucken, welche Wächter hier alle zählen, die wir hier auseinandernehmen müssen. So. Sind immer noch nicht alle, wie mir scheint. Hm? Ich hoffe mal nicht, dass die ganzen Zwischengänge da auch noch zählen. Das Büschchen hier noch. Naja, fast die Hälfte haben wir allein mit den paar Mobs jetzt schon geschafft. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Tja, mir scheint, wir müssen die. Ach du Gott, das ist nur so ein ekelhafter Isotop-Druide. So. Wenn wir den dezent auch nochmal nehmen. Ja, man merkt schon, dass diese Isotop-Druiden anscheinend recht gute Panzerungen haben. Auch wenn wir wie so ein Irrer drauf einprügeln, ist der Schaden doch einigermaßen überschaubar, den die Dinger kriegen. So, 2 von 3 Isotop-Druiden. Okay. Ja, rein theoretisch müssten wir jetzt mittlerweile überall gewesen sein hier, ne? Ah, okay. Wie es aussieht, zählen die draußen auch noch, ne? Oh, ich hoffe mal nicht, dass die auch noch dazu zählen. Ach so, wir brauchen bloß die Isotop-Druiden killen. Okay. Da haben wir noch einen. Da haben wir noch einen Isotop-Druiden. So, killen wir das Ding da noch und dann haben wir alle. Dann haben wir alle Isotop-Druiden, die wir brauchen. Hätten sie dann auch ruhig mal ein bisschen eher oder deutlicher zeigen können, dass man einfach bloß die Isotop-Druiden zerstören brauchen. Hab ich dazu gar nicht wahrgenommen. So. Na gut. Sehr gut, sehr gut. So, dann gucken wir mal, wo wir die nächste haben, ne?
Ach du Gott. Ach, das scheint nur die gewesen zu sein, ne? Wir müssen bloß diese eine Plattform anscheinend machen. Ah, I understand. Ja, ich meine, gut, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig, hier noch die Anzahl an Mobs wahrscheinlich zusammenzukriegen. Es sei denn, hier stehen noch mal 15 Stück. Hoffe ich ja mal. Ich bin ja da in der Hinsicht immer so ein bisschen Perfektionist und möchte ganz gerne eigentlich immer alles fertig kriegen. So. Jason zerschnitzelt da hinten schon wieder einen anderen. Unschicht. So, dann müssen wir mal gucken. Finde ich diese Druiden hier alle zerstören? Naja, gut, das ist eine Plünderkiste. Damit hat sich die Frage gerade erübrigt, ob ich das will. Alter. Alter. Okay. Mir scheint, ihr solltet nicht alle von denen pullen. Beziehungsweise so schnell wie möglich mal einen von denen killen. Alter, die hauen nochmal ganz schön. Alter! So, dann nehmen wir mal schnell einen aus dem Kampf. Das ist ja beinahe schief gegangen. Das ist ja beinahe schief gegangen. Das war ein leichter Oh-Shit-Moment gerade, ne? Und das ist alles für eine Plünderkiste. So. Das wäre beinahe schief gegangen. Und man sieht ganz gut, man unterschätzt teilweise auch die einfachen silbernen Mobs. Ne? Die sind einstweilen gefährlicher, als man denken würde. So 7 Mobs braucht man noch. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Dürft man das doch noch fertig kriegen mit der Nebenquest. So. Wir werden mal was ganz Unkluges machen. Und werden mal hier in die Mobgruppe nochmal reinspringen. So, damit wir nämlich die Quest soweit schon mal durch haben. Dann fehlt nämlich nur noch ein Mob und den dürfen wir definitiv hier drinnen noch ausfindig machen. Haben wir da schon mal alles, was wir brauchen. So, ich hoffe mal nicht, dass auf beiden Seiten... Ah, doch, da stehen auf beiden Seiten diese ekelhaften Isotopoiden. Leider Gottes stehen auf beiden Seiten diese Isotopdruiden. So. Das macht solchen Spaß. Bin ich ja froh, dass Wissen Jacer ihre Freude hat. Dann. So. Kommunikationsanlagen. Na gut, die sind irgendwo außerhalb, ne? Das werden wir dann dezent mal überspringen. Da bin ich gerade nicht in der Muße zu, das jetzt nochmal zu machen und nochmal zurückzulaufen, wenn ich ehrlich bin. So, geben wir mal ein bisschen Gas hier. Glaube ich das?
Das Kerlchen ist ja ganz schön frech hier, um mich einfach durch die Gegend zu schleudern. Glaube ich ja wohl. So, die machen wir mal noch. Unverschämte kleine Bande hier schon wieder. Müssen wir mal gucken, jetzt müssen wir rein theoretisch schon irgendwo raus, ne? Genau, hier müssen wir jetzt genau in den Norden laufen. Die Borschens haben wir auch erledigt. Jetzt steht hier nochmal so ein ekelhafter Isotop-Druide. Die haben es aber auch mit diesen Dingern, ne? Wollen sie es aber wissen? Schweißen sie einen ja geradezu zu mit den Dingern. Wir erinnern uns, die republikanischen Einheiten vorhin hatten Probleme, ein Ding zu zerstören. Wir haben jetzt hier in kürzester Zeit schon mehrere von den Dingern demontiert. Ist halt ärgerlich, dass wir kein Plündern haben, ne? Es wird sich halt mega lohnen gerade. Die ganzen Dinger uns auseinanderzuschrauben. Ja. Was gebe ich jetzt nicht für Dingskirchen, ne? Machtstoßen. Das würde sich jetzt mega lohnen. Schön alle von der Klippe runterstoßen. Ja. Sind wir trotz alledem an unser Ziel gelangt. So, ja moin Friendos. Wollen wir mal. Die Minenplattform ist gesichert. Schickt das Technikteam. Technikteam ist auf dem Weg. Naja, gesichert. Ist mal so dahingestellt. An die Station. Bedeck, das Bohrprogramm laden. Wann? Den Laser vorwärmen. Eine Plattform gesichert, noch zwei vor mir. Und auf der nächsten ist ein Regulatorbataillon stationiert. Der Archon schickt Schwebepanzer, eine Luftstreitmacht und gepanzerte Marines, die vom Kriegshund angeführt werden. Sich allein einer ganzen Armee zu stellen, ist eine glorreiche Sache. Auf in den nächsten Kampf. Ich sende euch jetzt die taktischen Daten. Der Kriegshund hat unsere Lieblings-Söldner-Kompanie gegründet. Er ist 70 Jahre alt und in einen Kampfanzug gehüllt. Er hat Schlachtschiffe erobert und er ist unser zweitgrößtes Problem. Oberste Priorität haben die Himmelsjäger, die für Gefechte in der niederen Atmosphäre gebaut sind. Sie zerlegen unsere Ingenieure, wenn wir uns keine mobile Artillerie besorgen. Muss man schon staunen, mit 70 Jahren immer noch im aktiven Kampfeinsatz? Kann man mal Anerkennung zollen. Lasst die Himmelsjäger ruhig kommen. Ich schieße einen nach dem anderen ab. Um euch mache ich mir keine Sorgen, sondern eher um die Bombenangriffe nach eurer Abreise. Aber der Trupp vom Kriegshund ist mit schweren Raketen bewaffnet. Damit können wir die Himmelsjäger locker abschießen. Wenn ihr ein paar besorgen könntet. Ich nehme mir die Raketen von den Leichen seiner Männer und setze den Himmel in Brand. Wenn ihr den Kriegshund ausschalten könnt, wäre das ein schwerer Treffer für die Kampfmoral des Feindes. Aber Trophäen nützen uns nichts, wenn unsere Ingenieure dafür bluten müssen. Unterstützungsteam Ende. Viel Glück. Also wie war das, das gleiche Lied nochmal? Ich hoffe mal nicht, dass die Gegner hier draußen allzu schnell respawnen, ne? Das ist halt nämlich immer massiv ekelhaft, wenn man halt gerade durch ist. Und die ganzen Viecher stehen wieder darum, du musst dich wieder durch die durchprügeln.
So, aber ich habe das... genau, das habe ich nämlich befürchtet. Das habe ich auch befürchtet, dass wir an dem nicht vorbeikommen werden. Nee. Jetzt habe ich was gut. Ärgerlich, ärgerlich. Müssen wir den auch nochmal auseinandernehmen. Das sind immer so die Momente, die ein bisschen anstrengend sind bei SBTOR tatsächlich. Wenn du wieder zurück musst und musst dich wieder durch die gleichen Mobgruppen nochmal durchkämpfen. So, aber wir könnten rein theoretisch auch tricksen, denn wir könnten sagen, wir teleportieren uns zum Ausgangspunkt zurück. Können wir, denke ich, mal machen, dann sparen wir uns jetzt die ganzen Mobgruppen hier. Gucken wir mal ganz fix auf die Karte. Ja, ich denke mal, es bietet sich an. Teleportieren wir uns mal zum Ausgangspunkt zurück, wo wir gerade waren. Ich habe jetzt keine Intention, mich durch sämtliche Mobgruppen hier nochmal durchprügeln zu müssen. Zumal wir da ja auch keine Quests mehr für haben. Das Gute ist, wir sind damit wieder im aktuellen Gebiet, um auch noch die Bonusquest machen zu können. Da sind wir im Einzugsbereich nämlich gerade wieder. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Das ist auf jeden Fall schon mal nochmal ein Fortschritt. Oder ein Vorteil, besser gesagt. So. Können wir ja gleich mal gucken, ob das... Naja, wobei... Ganz knapp, ne? Ganz knapp könnte man vielleicht Glück haben. Und da auch nochmal den einen oder anderen Generator finden. So, die Frage ist, zählen die auch schon? Ne, die zählen noch nicht. Okay. Ah, die Dinger hier müssen wir rein theoretisch deaktivieren. Müssen wir natürlich mal gucken, inwiefern wir genügend davon auftreiben können. Ne? Da hinten ist nochmal einer, sehr gut. An den werden wir nicht rankommen, ohne was zu pullen. Von daher machen wir es lieber gleich. So. Gucken wir mal, ob wir nebenbei vielleicht gleich nochmal die Raketen auftreiben können. So. Wir haben großes Glück, dass wir hier aktuell alleine sind. Ne? Dass hier keine anderen Spieler aktuell groß sind, die uns dazwischen funken würden. So, wir können uns ja mal schon mal grob umgucken, ob hier in der Nähe vielleicht noch so ein Ding ist. Ne? Müssen wir wahrscheinlich in die Richtung ernten. Bin ja aus Interesse mal gucken. Na gut, hier werden wir nicht hochkommen. Ja, ich komme nicht hoch. Schade. So, weitere Bojen scheinen hier jetzt aktuell nicht zu sein. Gehen wir erstmal in die andere Richtung. Das eventuell müssen wir sowieso in die andere Richtung nochmal. Kommen wir genauso gut zu dem. Ah, hier ist nochmal eine Boje. Oh, hier könnten wir auch Glück haben, dass wir ohne was zu pullen vielleicht drankommen. Ja, das sieht gut aus. Das sah gut aus. So, dann gucken wir nochmal, ob wir hier noch weitere auftreiben können. So, zwei Bojen bräuchten wir aktuell noch, ne? Alter, okay. Interessant, interessant. So, eine Boje brauchen wir noch. Wo versteckt sich diese eine letzte Boje? Krass, ey. Ich habe einen leichten Faible für Rancors, muss ich gestehen. So, die letzte Boje. Wo versteckt sich hier die letzte Boje? Noch ein Rancor. Tja.
Wir könnten natürlich auch drauf spekulieren, dass noch mal eine respawnt irgendwo, ne? Aber ich gehe mal davon aus, dass wir besser laufen, wenn wir vielleicht hier irgendwo unser Glück noch mal versuchen. Ah ja, hier ist noch mal eine Boje. Ah. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Guck mal, was die Bonusquest noch von uns will. Arsch und Kotzylinder. So, meine Freunde, ich würde auch mal sagen, wir sind bei 20 Minuten. Das bedeutet, wir werden mal eine Folgenpause machen. Nächste Folge, wie gesagt, werden wir hier die letzten Streitkräfte noch zerschlagen müssen, die uns noch Widerstand leisten, um quasi die Kontrolle über den Planeten zu erlangen. Und damit auch dieses Add-on abzuschließen. Ne? Ihr kennt das Spielchen? Fleißig bewerten, fleißig kommentieren, gerne das Video teilen. Und dann sehen wir uns schon in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao und möge die Macht mit euch sein.